Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Heute spielt Frankreich versus Deutschland und herzlich willkommen aus dem hoffentlich wunderschönen Lyon. Das ist das erste Mal heute für mich. Und Freunde, in ein paar Minuten kommt mein Uber und einfach direkt beim Flughafen ist da ein Crepe-Stand. Ich bin da noch etwas verschlafen, Leute, sorry dafür. Ich gehe gleich im Hotel nochmal duschen. Also so will ich doch begrüßt werden in Frankreich. Oh mein Gott, Digga, sofort. Hello. Bonjour. Une crêpe avec Nutella, s'il vous plaît. Oui. Oh mein Gott, hab ich Bock drauf. Es ist auch richtig tolles Wetter. Die Sonne scheint. Jetzt chillen auch voll viele auf der Wiese. Entspannt. Und ich probiere jetzt diesen gefährlichen Hasen. Ey, ich übertreibe nicht. Der riecht wirklich wie eine 12 von 10. Ich merke das jetzt schon wieder. Ich habe das von 80 Metern schon gerochen, als ich aus dem Flughafen raus bin. Dass das ein heftiger Crêpe sein wird. Boah. Alter Walter Lyon, love you. Oder je t'adore Lyon. Ça va? Ça va et vous? Oui, bien. Vous parlez bien français? Un peu. Direkt, wenn man landet, ist es hier voll grün am Flughafen. Überall so Felder. Der erste Spieler, der mir in den Sinn kommt, wenn ich an Olympique Lyon denke, ist sofort der Brasilianer Juninho. Der hat diese neongelben Trikots. Er war so ein Freistoßkönig. Der hat ihn da so reingekloppt gegen Barca aus Spitzenwinkel. Und guck mal, der kleine Messi, der Vintage Leo in der Mauer. Übrigens hat Juninho bis heute noch mehr direkte Freistoßtreffer als Messi und Ronaldo. Waren das Zeiten? Schaut mal hier noch gegen Xavi Hernandez. Mit diesen alten Adidas-Schuhen, der Champions-League-Ball, boah. Lyon ist ja auch gar nicht so weit entfernt von den Alpen. Hier sind noch überall Berge in der Umgebung. Marseille, Paris, Saint-Étienne, alles Teams, die man natürlich aus der Ligue 1 kennt. Sir, what's your favorite team in the Ligue 1? Lyon, of course. Lyon? Yeah. You're a fan of Lyon. All-time favorite legend? Juninho, Benzema? Benzema is from here. Yeah, I know, yeah. When I think of Lyon, I always think of Juninho. Yeah, yeah. He was such a good guy. Yeah. The best free kick. Yeah. Ah ja, da habe ich Cargo entdeckt, die Black Ops 2 Map. Schön M81 auspacken. Du Hornsohn, das gibt's ja nicht, Mann. Er springt rum wie ein verrücktes Kaninchen. Gut. Double Nuclear habe ich. Und apropos BO2, den PS3 Venom Scuff trage ich für immer mit mir auf der Haut. Und natürlich die Nuklearmedaille, die wurde das ein oder andere Mal erreicht auf Cargo. Ich habe es gerade eben mal gegoogelt, die Stadt ist nicht extrem riesig, aber kann man von den Einwohnern her mit Nürnberg vergleichen. Knapp 500.000 Einwohner leben hier. Apropos, wie findet ihr eigentlich unsere neuen Trikots? Ich finde das hier richtig geil, vor allem hier an den Ärmeln. Aber auch das Auswärtstrikot finde ich ehrlich gesagt richtig fresh. Ist natürlich gewagt von der Farbe, aber mal was anderes. Deutschland. Das fällt mir auch auf. In der Stadt hier sind überall so viele Graffitis. Ich hätte auch voll Bock, dahin zu fahren, in das Viertel, wo auch Karim Benzema aufgewachsen ist. Unser Hotel liegt im Südwesten der Stadt und er ist im Südosten groß geworden. Ist auch gar nicht mal so ungefährlich, die Area. Aber es ist jetzt keineswegs irgendwie ein richtig schlimmes Banlieue oder so. Aber ja, der Taxifahrer meinte, ich kann da schon hin und muss mir da keinen Kopf machen. Jetzt fahren wir hier durch solche engen Gassen. Wir sind auch schon gleich bei meinem Hotel. Ja, wie geil. Schau mal, die haben hier auch so eine eigene Notre Dame. Basilik. Oben auf dem Berg liegt die. Digga, es ist ja so schön hier mit den ganzen kleinen Booten noch. Voll der coole Charme. Mit der Graffitis. Und das hier ist mein Hotel von außen. Sieht unscheinbar aus, aber ich bin mal gespannt aufs Preis-Leistungs-Verhältnis. Es war nicht so teuer. Chateau Pirache. Ja, Mercure Hotel. Boah, Digga, das sieht aber voll cool aus. Es gab ein einziges Hotel direkt am Stadion, aber es hätte das Sechsfache fast gekostet. Das habe ich jetzt nicht eingesehen. Oh, Digga, was ist für eine coole Kuppel da oben? Chateau, das bedeutet Schloss auf Französisch. Okay. Übrigens, ich liebe Schlösser, Leute, so zu besichtigen. Das habt ihr schon mal, glaube ich, bei mehreren Vlogs gemerkt. Da kann man mich immer für begeistern. So einen schönen Ausflug zu einem Castle oder Chateau. Schloss. Whatever. Der Rezeptionsbereich sieht ja auch nochmal cool aus. Hier überall auch solche Bögen, dann so Skulpturen, Wandmalereien. Oh, solche riesigen Fenster. Sehr, sehr fresh. Und das ist mein kleines, aber feines Hotelzimmer. Ich habe hier so ein gediegenes Einzelzimmer am Start. Und ja, hier in dem Schrank habe ich auch schon meine Jacke aufgehangen. Dann noch eine kleine Minibar. So, zack, ein Tresor noch. Okay, die ist aber jetzt nicht gefüllt, aber egal, Hauptsache Wasser ist am Start. Und ja, Leute, ich bin heute übrigens auch extrem gespannt auf das Comeback von Toni Kroos in der Nationalmannschaft. Er muss natürlich niemandem mehr etwas beweisen, aber mich freut es extrem, dass er nochmal zurückgekehrt ist und dass der Hunger in ihm nochmal geweckt worden ist und bei der Heim-Euro dabei ist. Fernseher auch am Stößel und noch so ein kleines Fensterchen. Gucken wir mal die Aussicht an. Okay, wir gucken hier auf die Gleise und aber auch eigentlich ein ganz geiler Blick da hinten aufs Grüne.
Cool. Und dann geht's noch weiter ins Badezimmer. Ich werde jetzt gleich auf jeden Fall noch einmal vernünftig duschen, Leute. Und dann gehen wir schön in die Stadt spazieren. Alter, guck mal, es ist extrem sauber, also top. Mehr braucht man doch nicht. Und hier noch eine Dusche. Wow. Und noch ein Fensterchen sogar. Bad mit Fenster. Let's go. Boah, Digga, das ist sogar voll gemütlich, Mann. Im Zentrum hier ist es auch so richtig sauber überall. Ich finde auch das Gebäude voll schön. André Büro, ist es ein Bürogebäude oder was? Gönnt euch mal diese geile Location hier vom Skater/Scooterpark. Nice, direkt am Fluss, unter der Brücke. Wir laufen jetzt einfach random etwas durch die Innenstadt und ich glaube, wir können auch einfach hier runter und direkt am Ufer entlang schlendern. Boah, geil! Über die UCL-Auslosung habe ich intensiv mit Tonen zusammen in unserem Fußball-Podcast gesprochen. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich auf den April freue. Barca gegen PSG und eventuell dann gegen Dortmund, hoffentlich im Halbfinale. Oh, ich habe so Hoffnung, Leute. Und übrigens ist unser Podcast jetzt nicht nur auf Spotify zu hören. Also der bleibt doch weiterhin dort, Leute. Aber zusätzlich als Bonus für die Leute, die Bock haben, sich das nicht nur anzuhören, sondern auch anzuschauen, haben wir jetzt auch einen Videopodcast-YouTube-Channel erstellt. Vielen, vielen Dank für euren Support, Leute. Wir haben jetzt schon fast 150 Folgen hochgeladen und jetzt auch angefangen mit dem Videopodcast regelmäßig. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Vamos, chiquitos. Ich finde, diese Brücke hier mit dem Hintergrund sieht auch aus wie aus dem Bilderbuch. Ach Gottchen, ist der süß. Das gibt mir hier solche Frankreich-Vibes, Leute. Irgendwie diese, weiß ich nicht, dieses Geländer mit den Pflanzen, die aufgestellt sind. Dann eine Bank. Stell dir jetzt einfach so einen Franzosen vor mit so einer Kappe, Digga. Diese klassische, wie ein Baguette snackt, da rauskommt aus dem Café, noch ein Espresso trinkt oder whatever. Und dann noch der Brunnen, einfach die Kulisse genießt, ein bisschen spazieren gehen mit der Sonne. Das ist irgendwie für mich so Frankreich einfach. Bin jetzt locker schon das fünfte Mal an einem Antiquitätenladen vorbeigelaufen. Okay, der ist jetzt geschlossen, aber ansonsten sieht man hier auch so ganz viele Boutiquen. Auf Mode setzen natürlich die Franzosen Wert, wie bekannt. Überall hier die französischen Balkone, aber nun ja, sie wurden ja auch hier erfunden. Ja, ist da oben Herkules oder was? Das ist einfach Frankreich, Leute. Da ist auch noch so eine Statue. Schon sehr, sehr schön. Aber ansonsten ist es hier im Zentrum eigentlich richtig ruhig. Es ist zwar Samstag, aber irgendwie kaum einer spaziert hier entlang. Aber noch gut. Ich mag es eigentlich sowieso sehr ruhig. Und immer ganz wichtig, Leute, neue Städte zu Fuß zu erkunden, damit man hier den bestmöglichen Eindruck hat von der Stadt. Kann man da klopfen? Achso, ich dachte schon, man kann noch diese Dinger, damit man so die Fenster so verdeckt. Oh, das kann ich sogar hier bewegen, lol. Aber das ist schon ziemlich morsch, ne? Das Holz, sehr alt. Jetzt bin ich, glaube ich, in der Einkaufsstraße angekommen. Und da in die Richtung geht es Richtung Place Bellecour. Das ist einer der größten Plätze in ganz Europa. Es ist zwar heute nur ein Freundschaftsspiel, aber es wird trotzdem so eine harte und wichtige Probe für die Nazio. Ich hoffe, auch die ganzen Topstars von Frankreich werden auflaufen. Allen voran natürlich Kylian Mbappé. Mal schauen, wie viel Spielzeit er bekommen wird. Ich denke aber, die Deutschen werden dann sehr viel auch rotieren und ausprobieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der Toni Kroos wird von Anfang an zocken. Liebe Grüße an Maxi. Da ist auch schon direkt das One Piece-Symbol mit dem Strohhut. Kann man auch welche kaufen. Oh, Dragon Ball Z. Apropos Rest in Peace an Akira. Und schaut euch mal diese legendären Dragon Ball Choreos an in Fußballstadien. Das erste war beim PSG-Stadion, hier ganz viel auch in Lateinamerika. Das hat man so gar nicht auf dem Zettel, aber die Latinos, die sind verrückt nach Dragon Ball. Nicht nur die Asiaten. Boah, guck mal, die Choreo. Alter, Walter. Ich habe zu Hause auch eine Riesensammlung an Dragon Ball-Figuren und einen Life-Size-Ultra-Instinct-Goku. Und zu Ehren des Schöpfers von Dragon Ball haben die ganzen Argentinier sich beim berühmten Platz getroffen. Vielleicht erkennt ihr es hier auch an dieser Säule. Da haben sie damals auch den WM-Titel zelebriert. Und sie haben alle zusammen eine riesen Genki-Dama quasi in den Himmel gehalten. Richtig cool, auch hier mit den Tattoos und den Outfits. Und dann schauen wir mal hier jetzt rein. Boah, Digga, ich liebe solche Figuren. Boah, mit dem dreiköpfigen blauäugigen Drachen. Schauen wir mal hier die Details noch, wie die Fusionskarte auf seiner Dual-Disc ist von Kaiba. Was haben wir hier noch? Ja, da ist auch noch der dunkle Magier. Alter, was ist das für ein geiler Laden? Hier, Ruffy. Die ganzen Schwerter auch. Ist das von Zorro oder was? Boah, sowas liebe ich ja unnormal. An die, die es interessiert, ich sammle nur die SH Figuarts Figuren. Also das sind ganz andere Linien. Da gibt es ja voll viele verschiedene Kollektionen und so. Ah ja, die haben sogar ein paar. Da ist genau die Marke. Hier, Freezer. Den habe ich auch zu Hause stehen. Geil, dass die sowas auch haben. Chopper als Kuscheltier. Luigi, Glurak. Die ganzen Manga-Bücher. Boah, Digga, sowas liebe ich. Vor allem dieser Geruch hier auch im Laden. Boah. Was geht denn hier ab?
Ich habe noch kaum Fußballfans entdeckt. Ich weiß nicht, wo die sich aufhalten. In der Innenstadt anscheinend nicht. Vielleicht sind die auch alle schon am Stadion. Als Kind habe ich meine Eltern so genervt, dass sie mir so eine Lampe kaufen. Ich fand das immer so cool. Und das, liebe Damen und Herren, ist das wunderschöne Théâtre du Lion. Ich habe Französisch damals in der 10. Klasse abgewählt, aber ich war eigentlich ganz gut. Aber ich habe schon so viel vergessen. Kriege ich die Jahreszahl noch zusammen? Maison fondée en 1961. Ich glaube, ich habe recht, aber ich wechsle es immer mit Spanisch und so. Oh, lol. Ist da oben der Eiffelturm oder was? Was ist denn da los? Replika. Ich gönne mir jetzt hier etwas zu essen. Der Spot ist vor allem auch richtig schön, direkt hier am Theater. Und noch mit dem Blick da nach vorne. Und das ist die beste Nachricht schon wieder, Leute. Es gibt hier auch Krebs, der zweite schon. Boah. Oh, innen sieht es aber auch cool aus. Na, wir setzen uns raus, oder? Oder innen in Ruhe. Ja, komm. Die haben hier einfach nichts zu essen. Nur Krebs. Ich kann mich doch nicht ausschließlich von Krebs heute den ganzen Tag ernähren. Ich brauche eigentlich noch was Gescheites. Egal, aber ich sag trotzdem jetzt nicht nein. Dann suchen wir später noch was anderes. Joan Laporta, der Präsident von Barca, hat heute offiziell bestätigt, dass man ein 200-Millionen-Angebot für den 16-jährigen Lamine Yamal abgelehnt hat. Also keine Frage, ich liebe Lamine, ne? Und ich finde es auch toll, dass man ihm so sehr vertraut. Aber 200 Millionen Euro für einen 16-Jährigen. Das hätte Barcas Finanzkasse natürlich schon gut getan. Aber ja, ich hätte ihm rein vom Sport natürlich auch nicht gehen lassen wollen. Wo sind wir angekommen, Leute? Damals Ronaldo, 94 Millionen Euro hat er gekostet, oder? 2009? 200 Millionen von 16-Jährigen. 15 Jahre später, geisteskrank. Und Numero 2 für heute. Der sieht ein bisschen knuspriger aus als der am Flughafen. Endlich kräftig. Ich muss ehrlich sagen, den am Flughafen fand ich einen Tick besser, aber auch sehr, sehr gut ist der. Auch ein schöner Brunnen am Start. So Leute, jetzt geht's los zum Viertel von Karim Benzema. Da ist das schon mein Uber. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Ich probiere mal zu erklären. Nous allons à Bron. À Bron, ja, Prostad. Oui, là est le, la photo de Benzema, la maison. Oui, oui, oui. Je veux faire les photos et depuis nous allons à le stade. Oui, 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 à le match. Wie mega interessant ist das, Leute. Kurzer Halt hier im Stadtteil von Bron. Und hier ist Karim Benzema als kleiner Junge aufgewachsen, hat das erste Mal gegen den Ball gekickt. Und deswegen wurde ihm hier auch bei diesem Hochhaus eine Wandmalerei gewidmet. Oh, wie geil sieht es aus. Boah, wie nice. Da ist er als kleiner Junge quasi. Dann haben wir ihn einmal, als er bei Olympique Lyon gespielt hat. Und dann natürlich im Real Madrid-Trikot. Impossible is nothing. Sehr, sehr geil. Ich mache jetzt noch ein, zwei Selfies für Insta und dann geht's weiter. Und jetzt geht's weiter zum Groupama Stadium. Das ist das neue Stadion von Olympique Lyon. Seit einigen Jahren spielen sie nun schon dort. Es bietet Platz für 60.000 Zuschauer. Das damalige Stadion da, wo auch Juninho dieses legendäre Freistoßtor geschossen hat gegen Barca, da konnten maximal 40.000 Zuschauer rein. Oh, hier ist ein Istanbul-Kebabladen. Sehr, sehr cooles Selfie. Hat sich gelohnt dafür. Jetzt hat, jawohl, da sind auch schon die ersten Fans. Und da ist es, das Groupama Stadium. Let's go, man. Deutschland gegen Frankreich heute hier. Oh, und noch ein Sonnenuntergang parallel zur Rechten. Das ist ja praktisch. Das habe ich auch so selten in der Form gesehen. Schau mal, die Straßenbahn fährt so nah dran ans Stadion. Da muss man nur noch knapp 200 Meter lang laufen. Ich weiß nicht warum, Leute, aber seit knapp 2 Wochen habe ich so ein Bauchgefühl, dass Deutschland noch rechtzeitig die Kurve kratzen wird vor der Heim-WM und uns nicht enttäuschen wird. Ich sage jetzt nicht, dass wir die Euro gewinnen werden, aber es wird auf jeden Fall kein Debakel nochmal geben. 2-0. 2-0. Et le but? Mbappé. Obligé. 2 Mbappé. Oh, 1 Mbappé. 1 Mbappé. Dembélé. Dembélé. Et tu prédiction? 2 Dembélé, 1 Colomuani et 1 Mbappé. 4-0. 4-0. Ouf. Okay. Bonsoir. Die waren ja nett. Okay, einer sagt 2-0 und der andere 4-0. Uiuiui, oh, das wäre aber hart für Deutschland. Die dürfen heute hier nicht hoch verlieren, auch wenn es so ein Testspiel ist. Weil natürlich muss man jetzt schon ein bisschen Brust zeigen, ne? Weil sonst gibt es wieder einen nächsten Dämpfer. Und es ist so crazy, wie schnell schon wieder die Saison vorbeigeht. Aber wir haben jetzt noch genau 4 Monate und dann ist Sommerpause. Wobei dieses Jahr gibt es noch die Olympischen Spiele. Theoretisch kann man komplett durchgehend Stadionbox machen. Da ist auch schon das Vereinswappen. Olympique de Lyonnais. Ich muss auf jeden Fall gleich noch etwas essen, außer Krebs. 3-0 for the Friends. 3-0 and Mbappé scores? Yeah, 2. 2? Okay, nice, yeah? Ah, Damian hat seinen eigenen Namen hinten drauf, nice. So, den ersten deutschen Fan, den ich getroffen habe. Was glaubst du, wie wird das Spiel heute enden? Ja, ich würde sagen, ey, dass wir die mit 2-0 jetzt abzocken hier. Meinst du? Ja, ja. Und glaubst du, wir kratzen noch die Kurve rechtzeitig für die EM? Ja, nee, ich würde sagen, dass wir trotzdem
scheiß auf die Dreckspiele, die wir abgeliefert haben. Ja. Das ist mir auch scheißegal. Wird schon wieder, ne? Ja, das wird schon wieder, ne? Okay, also ja. Dann toi toi toi, gell? Genau, ciao, tschüss. Toi, toi, toi. Bin auch schon durch den ersten Sicherheitscheck durch. Da unten läuft einfach Ascher. Wie viele von denen die Perücken tragen? Oder nee, sind es halt echt Haare? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es ja einfach McDonalds beim Stadion, da sehe ich mich jetzt. Ich habe auch schon echt viele Fans gesehen, die Fahne mitgebracht haben. Allez les bleus ist das Motto bei denen. Deux pour la France. 2-0. 2-1. 2-1. Et le but? Mbappé, Dembélé. Ah, doublé d'Mbappé. Ah, de Mbappé, okay. Bye bye. So, hier natürlich bei McDonalds ist am allermeisten los. Mal gucken, ob ich mich da jetzt durch die Schlange boxe. So schwer. 95% von denen verstehen aber kein Englisch und mein Französisch ist echt schlecht. Aber er meinte 2-1. Was denn das? Seit wann kostet der Cheeseburger 3,95 €? Hä, ich kenne auch die Zeiten, da war der 1 € pro Stück. Gib mir 3 Stück, Alter. Und noch ein McChicken gar nicht mehr. Oh yeah, Baby. 25 Minuten später habe ich mein Essen und die Laterne muss als Tisch dienen. Also heute ist meine Ernährung auf jeden Fall nicht vorbildlich. Ich hab aber so Bock drauf. Maxi, der Verkäufer, gönnst du dir Pizza oder was? Mashallah. Da ist der französische Hahn, Leute, von deren Wappen. Zinedine Zidane, nice, nice. Dann auch noch auf den Back. Oh, der zweite auch mit Zidane. Kanté, Matuidi und Mbappé. So, wo muss denn jetzt hier rein, Digga? Muss jetzt erstmal hier zurechtkommen. Mir ist gerade eben aufgefallen, ich sollte meine Handyhülle hier nicht zu sehr präsentieren. Haben ja schließlich gegen Argentinien im Finale verloren. Boah, Digga, aber das Stadion ist schon sehr, sehr fresh. Man merkt einfach, dass es sehr neu ist noch. Ja, was ist denn da los? Jetzt, wir drehen durch. Ja, und jetzt sind wir auch schon in den Katakomben vom Stadion. Alles hier natürlich blau und rot eingefärbt. Ach, geil. Block, Niveau 008-678, da bin ich, da muss ich lang. Ja, sieht geil aus. Ah, stimmt, rein farblich müssen sie sich hier nicht so viel umdekorieren, weil natürlich die Farben von Olympique Lyon auch blau und rot sind. Digga, erster Blick hier ins Stadion von Olympique Lyonnais. Oh mein Gott, Leute, gönnt euch mal. Ich habe auch richtig geile Plätze erwischt. Ich sitze, glaube ich, da unten irgendwo oder hier. Boah, was ein geiles Stadion aber auch. Richtig nice. Und genau in dem Moment kommt der Steg rein. Neuer hat sich ja leider verletzt. Bin ich aber gespannt, wer der erste Torwart sein wird bei der EM, aber ich tendiere schon zu Ter Stegen. Der hat es auf jeden Fall extrem verdient nach harter Arbeit in den letzten Jahren. Aber Neuer hat sich auch gut zurückgekämpft nach seiner langjährigen Verletzung. Ja, ah, ich bin genau im Gang. Perfekt. Boah, okay, wenn sie auch das Tor spielen, dann haben wir eine perfekte View. Frankreich startet. Oh mein Gott, let's go. Mit Mbappé vorne, Thuram, Dembélé, Rabiot, Tchouameni, dann der junge Serb Emery, den spreche ich glaube ich immer falsch aus, Hernandez, Upamecano, Pavard, Koundé und Samba, eine absolute Top-Aufstellung, keiner wird geschont, Kai Havertz wird beginnen als Neuner, Füllkrug erstmal auf der Bank, Wirtz dahinter mit Gündogan, Musiala, Kroos, so wie ich es auch prediktet habe in der Startelf, mit Andrich, Mittelstädt, okay, kleine Überraschung, Rüdiger und Jonathan Tah in der Innenverteidigung, Kimmich Rechtsverteidiger, finde ich auch eine richtig gute Entscheidung, Ter Stegen im Tor. Also zwei absolute Bretteraufstellungen. Leute, wir können uns so sehr freuen. Ich bin so gespannt, was Deutschland heute auf den Platz bringen wird. Jetzt wird's laut und die ganze L'Equipe kommt auf einen Schlag raus. Wo ist Mbappé? Da sehe ich auch schon Dembélé. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da war er schon ganz vorne. Ja, da werden die ganzen Fahnen geweht. Wo ist denn Mbappé? Ach da, Gott, bin ich los. Direkt vor unseren Augen, Mann, ey. Die habe ich so lange gesucht. Ich muss mir, glaube ich, auch die Augen lasern lassen wie Monte. Ich habe meine Brille dabei. Das ist Koundé. Da ist er. Zukünftiger Real Madrid Superstar, Kylian Mbappé. Oh, was ist das für eine Perücke wieder? Ja, wen habe ich denn da gespottet? Rava, Mertesacker müsste es sein, oder? Dann noch der ZDF-Experte und Nagelsmann hat auch ein Schmunzeln auf den Lippen. Und da kommt die deutsche Mannschaft. Oh. Werden aber kaum ausgepfiffen. Da ist sogar einer mit Deutschlandflagge. Mitten im französischen Block. Ilkay Gündogan. Aktuell auch sehr, sehr gut in Form bei Barca. Andrich, Kimmich mit einem kleinen Job. So. Und zack. Kai, Habibi, auch am Start mit Rüdiger, macht ein paar Pässchen. Wer hätte das nochmal gedacht, dass Toni Kroos zurück zur Nazio stößt? Und wir sind dabei bei seinem zweiten Debüt in der Nationalmannschaft. Boah, ist das flashig, Leute. Mbappé macht sich genau vor unseren Augen warm und schlägt ein paar Bälle mit Ousmane Dembélé. Auf die beiden müssen wir am allermeisten aufpassen, wenn Barca dann auf PSG trifft in der Champions League. Da haben wir Jules Koundé.
Er wird dann gegen Kylian verteidigen müssen in wenigen Wochen. Er ist aber auch richtig, richtig gut in Form aktuell. Susanne, 30 Meter entfernt ist von uns Kylian. Man checkt gar nicht, dass man gerade einfach wirklich ihm in echt zusieht. Guck mal, ich kann fast die Aufschrift erkennen auf seinen Schuhen. Aber sehen geil aus. Er ist auch so viel breiter in echt als im Fernsehen. Oh ja, da zwickt der Oberschenkel. Ja, ist er verletzt, fällt aus gegen Barca in der Champions League. Ja, da lachte der Mbappé. Ich glaube, er hat ihn getunnelt oder irgendwas war. Und Mbappés erster Schuss des Tages. Oh mein Gott! Das war no joke, sein erster Try. Komplett unter die Latte, der Ding gehämmert. Und Toni Kroos jetzt. Ja, sicher. A la Toni. Einfach platziert unten rechts ins Eck. Genauso. Ja, gar kein Problem, ey. Der haut fast jeden Ball rein hier beim Aufwärmen. Jetzt wird's laut im Stadion. Die ganze Nordtribüne soll die Fahnen wehen. Jetzt gibt's doch Pippe. Die Aufstellung von Deutschland wird vorgelesen. Aber hält sich noch in Grenzen. Ein bisschen wird geboten. Übrigens, Leute, falls Deutschland Tor schießt, dann muss ich mich natürlich zurückhalten mit Jubeln, weil ich mitten im französischen Block sitze. Also wundert euch nicht, wenn ich heute mal ein bisschen ruhiger sein werde. Uiuiui, jetzt gehen die Lichter aus dem Stadion. Alle haben ihre Handytaschenlampen angemacht. Richtig geil. So, wann kommt Mbappé? Und jetzt, der ist da. Da vorne kommen Feuer raus. Feuer gar nicht erwartet. 4, 3, 2, 1. Und die Mannschaften kommen raus. Let's go. Alter, Alter, Mann, was geht denn hier ab, Mann? Wow, wow. In Frankreich Farben. Und da sind sie. Allen voran natürlich der Capitano, Kylian Mbappé. Und auf der deutschen Seite Ilkay Gündogan, unser Captain. Gleich rollen die Nationalhymne. Und jetzt die französische. Geworfen. Also ich finde die neuen Deutschland-Trikots richtig fresh, auch von hinten mit den Shorts. Vor allem gibt es noch eine Schweigeminute für Beckenbauer und Bremen. Bringt den Anschlussball und Kai nimmt's raus. Da müssen sie lachen, die Jungs. Allez les Bleus. Brauche ich, glaube ich, nicht übersetzen, oder? Auf geht's, die Blauen. Oh, wird direkt am Ball. Schieß, schieß, schieß. Was, ich glaube es nicht. Was ist das für ein Anfang? Schnellstes Tor, was ich jemals im Stadion miterlebt habe. Die Franzosen pfeifen. Absolutes Traumtor von Florian Würz. Wenn mich nicht alles täuscht, war das auch sein erstes Länderspieltor, oder? Oder bin ich los? Wollt ihr mich komplett ganz verkackeiern? Ich glaube es nicht. Was ist gerade passiert? Was war das für eine Variante? Ich habe schon direkt gesehen, nach dem Anschluss, wie Havertz nach vorne gesprintet ist. Also es war auch einstudiert. Franzosen haben noch gepennt, aber dass er dir da so unter die Latte knallt. Ich glaube, der hat sogar noch das Aluminium berührt von... Ich glaube, ich habe keine Worte. Florian, du geiler Hengst! Wahnsinn! Die französischen Fans sind alles andere als begeistert hinter mir. Das eine oder andere böse Wort gehört. Alter, Deutschland, beste Mannschaft der Welt auf einmal. Geht der ab, nächster Angriff. Kimmich. Musiala.
Ich habe immer noch nicht die Aufnahme gestoppt. Wir befinden uns in der zweiten Spielminute. Und Kimmich. Auf schon mal. Achtung. Okay, ruhig, ruhig, ruhig. Und Mbappé, das erste Mal am Ball. Kommt hier sofort Applaus von Rängen. Französische Trikots sehen aber auch sehr, sehr clean aus, muss ich sagen. Man hat auch gerade die ersten Deutschlandrufe gehört vom Auswärtsblock oben. Da sind einige deutschen Fans auch angereist. Und Balleroberung. Flo wieder. Treibt an. An Tchouaméni vorbei. Oh, kein Nein. Ich stoppe den Ball. Alles gut. Aber es mit der Balleroberung gegen Dembélé. Aufwärts. Ja, wie viel Tempo strahlen die Jungs gerade aus. Wird's wieder vorbei. Auf Jamal. Oh, der passt doch rein. Oh, ich muss mich zusammenreißen. Die Leute gucken mich schon blöd an hier. Richtig guter Angriff wieder, Mann. Ein bisschen Glück geht da sogar rein ins kurze Eck. Mbappé. Ah ja, verliert den Ball. Sich verstolpert. Deutscher vielleicht mit dem Konter. Ich glaube, das ist auch heute die Philosophie. Dass man einfach versucht, den Franzosen zu überraschen und mit extrem viel Tempo zu kommen. Man hat ja auch diese geilen Antrittsspieler, die auch ins 1 gegen 1 gehen können. Wie Wirtz, wie Musiala. Talent, Leute, ist ohne Ende da in der Mannschaft. Man muss jetzt nur noch diesen endgültigen Schlüssel finden. Das Konzept, wie man als Gefüge zusammen funktioniert. Aber Kroos gefällt mir bisher auch sehr, sehr gut in den ersten 5 Minuten. Man hört sie wieder. Deutschland! Deutschland! Oh, der Ball über uns! Ganz kurz davor auf uns zu fallen. Oh, was kickt denn der denn da rein? Ja, der komplett gechoked hat, der Werther. Der lacht auch, ne? Was ist denn jetzt auf einmal los? Das ganze Stadion springt. Deutschland macht gerade einen überragenden Job. Nach Ballverlust in der Rückballeroberung. Gegenpressing ist sehr stabil. Das ist einfach jeder gerade auf dem Platz, wisst ihr, wie ich meine? Keiner schläft. Alle 110% Fokus. Man merkt halt, wie wichtig denen dieses Testspiel ist. Und wird's. Jetzt hat Fehlpass. Kann passieren. Jetzt muss man aufpassen, weil dem Mbappé. Mbappé gegen zwei. Ballrolle, Übersteiger. Vorbei. Dann kommt Andrich und shutdownt ihn mal kurz. Knapp über die Latte, der hätte eigentlich schon sitzen können. Das ist halt so bei Frankreich. Wenn die einmal vors Tor kommen, dann kann es schnell brandgefährlich werden. Mbappé mit Tempo! Versucht dann den Chipper über Ter Stegen. Frankreich kommt immer besser ins Spiel. Deutschland muss jetzt wirklich aufpassen. Ich habe mich hier ganz bisschen weiter nach oben gehockt, sonst hier sehe ich besser. Schon mal so ein kleines privates Vorduell zur UEFA Champions League. Ter Stegen versus Mbappé. Mbappé mit Glück kommt wieder im Ball. Und Fernandes. Mbappé wieder. Geht ins Dribbling gegen drei. Havertz. Boah. Ich dachte schon, was, warum pfeift er denn ab, Mann? Hä? Ousmane Dembélé. Sieht danach aus, dass er es direkt probieren wird. Boah, war doch eine Flanke. Tchouaméni versucht seinen Fuß reinzuhalten. Wieder Glück für Deutschland. Also die ersten 15 Minuten waren mehr als nur überragend von Deutschland. Wirklich, das musst du erstmal so hinkriegen, auswärts in Frankreich so aufzuspielen. Aber jetzt muss man sich glücklich schätzen, dass man immer noch in Führung ist. Frankreich kommt immer mehr und mehr. Tag klärt auf der Linie. Aber das Ding ist da und Tar vor allem auch. Wird's. Oh, da ist sehr viel Platz auf Außen für Mittelstädt. Läuft mit. Gute Idee auf Jamal. Sehr präziser Ball auf Kroos. Direkt weiter gleich auf Wird's. Hat ein Auge für Kimmich. Schade, aber trotzdem sehr, sehr gut gespielt. Weiter so, weiter, weiter, weiter. Oh, chillt aber jetzt erstmal noch, bevor er wieder einen Antritt auspackt. Jetzt explodiert er. Kimmich ist da. Es ist Halbzeit, es bleibt bei der 1-0-Führung für Deutschland. Mein Fazit zur ersten Hälfte, erstmal Florian Wirtz nochmal, wie die Franzosen sagen würden, Chapeau, macht ein Traumtor.
Und ansonsten von 1 bis 10 würde ich der deutschen Performance eine 8 geben. Es war schon sehr, sehr gut. Dass natürlich Frankreich früher später zu Chancen kommt, bei deren Qualität, ist quasi unvermeidbar. Aber ich finde, man kann sehr, sehr viel Positives aus den ersten 45 Minuten ziehen. Und ich bin gespannt, jetzt kommen bestimmt noch ein paar frische Spieler rein. Ich glaube, heute ist ein Sieg drin. Das wäre richtig geil auch. Die Küche für die kommenden Matches, für die kommenden Wochenmonate. Mal gucken. Die Kids können hier ein 1 gegen 1 machen, hier als Halbzeitshow. Hau ihn rein. Und Torjubel, Torjubel. Was macht er? Was? Oh nein, macht er jetzt echt ein Zü. Also klar, Leute, Deutschland hätte noch mehr Offensivaktionen rausspielen können, noch ein bisschen kreativer sein. Aber was mir halt extrem aufgefallen ist, war die Arbeit gegen den Ball. Wie oft man die Franzosen zu Ballverlusten gezwungen hat. Die ganze Mannschaft hat mitgemacht beim Pressing. Ach geil, Toni Kroos hat sogar den Assist gut geschrieben bekommen. Das nenne ich doch mal einen Einstand für ihn. Nach 7 Sekunden hat er das Tor erzielt. Das ist doch safe irgendein Rekord. Also ich habe noch nie im Stadion ein schnelleres Tor gesehen. Und was für eins auch noch. Oha, das Blitz mit dem Messer! Bei Besiktas ist 130 oder so. Und das ohne Dieselmesser und ohne Challenge. Das ist einfach Standard da. Oh, Havertz ganz knapp am Pfosten vorbei. Deutschland schon wieder. Direkt in der ersten Minute von der zweiten Hälfte. Brandgefährlich. Oh mein Gott. Ich hab's sofort verpasst, Leute. Nein, es kam ja aus dem Nichts. 2:0 für Deutschland. Giroud kam raus zum Aufwärmen. Und dann hatte ich die Augen da und auf einmal ging es zack, zack, zack. Havertz hat es reingekloppt, oder? Sweaty Goal. 2:0 Deutschland. Kai, Digga. Thomas Kai. Boah, jetzt bin ich gespannt auf die Reaktion von den Blauen. Mbappé ist auch sehr gefrustet. Nagelsmann applaudiert, sehr happy. Ich hätte es mir schon vorstellen können, dass Deutschland hier vielleicht mit Ach und Krach mit einem Tor gewinnt. Aber 2:0 Führung gerade ist schon sehr, sehr stark. Bin ich auch ein bisschen glücklich, ne? Weil ich hätte auch schon ein Tor schießen können, aber okay. Der Nagelsmann. Eieieiei. Weitermachen. Jetzt nur nicht nachlassen. Genau das. Was eine Aktion von Ousmane Dembélé. Es hätte ein Tor verdient gehabt. Wer da vorbeigeht mit rechts und dann auf seinen linken Fuß switcht und den fast ins lange Eck Finesse reinhaut. Wahnsinn, was ein Kicker. Und Mbappé. Genau vor uns. Auf Thuram. Boah, der Zauber, der kurz. Deutschland spielt sich gerade in einen Rausch. Es macht so Spaß zuzusehen. Ja, Schiri gibt es nicht das Foul an Kai. Geile Grätsche, Junge! Groß! Gegen seinen Mannschaftskollegen Tchouaméni aus Real Madrid. Knapp halbe Stunde bleibt den Franzosen noch, das Spiel zu drehen. Das Publikum glaubt auf jeden Fall noch dran. Und Mbappé. Uiuiui, habt ihr gesehen, was er vorhatte? Chip, dann wollte mit der Hacke weiterleiten. Und wieder. Schön Kroos. Oh, hier durch die Beine. Toni, Mann! Geld für Andrich. Geld für Mbappé auch. Da kann er nur lachen. Musiala. Auf Platz. Auf Platz kriegt schon. Auf rechts mit Platz. Der ist drin. Oh! Upamecano klärt auf der Linie. Schuss! Nein, Deutschland ist näher am 3:0 als die Franzosen am Anschlusstreffer. Würz geht raus, klatscht mit Musiala ab und für ihn kommt der gute Thomas Müller rein. Darf auch noch mal für 20 Minuten ran. Boah, was war das bitte für eine traumhafte Kombi? Komm bitte, beendet's noch, Jungs, mit einem Treffer! 15 Minuten noch. Ich habe das Gefühl, Deutschland macht noch eins, Leute. Mbappé. Am ersten vorbei. An Kimmich. Das zweite Mal an Kimmich. Leitet weiter. Na, das ist zu wenig. Jetzt hat der Mbappé mal mit ein bisschen mehr Platz. Hatte kaum solche Situationen. Hälfte 2. Ja, auch wieder. Ist nicht sein Tag heute. Groß mit der Ecke. Und
Der kommt an, Mbappé. Was passiert da? Er wollte ja noch durch die Beine schieben von Rüdiger. Was für ein Glück für die Deutschen. Das wäre so ein Eigentor gewesen. Ich glaube von Astana oder Rüdiger. Ist ja egal. Ging nochmal gegen die Latte. Gott sei Dank, hat Rüdiger scheint verletzt zu haben. Krampf. Ich hoffe, es ist keine Muskelverletzung, sondern nur ein Krampf. Aber es scheint wieder zu gehen. Rüdiger konnte den Ball vor der Linie klären und dann gegen die Latte geschlagen. Und dabei hat er sich einen Krampf geholt. Voller Einsatz und das in einem Testspiel. Genau das hat man sich vom Spiel erhofft von Deutschland. Und das haben sie geliefert. Zu 110%. Und der Rückkehrer Toni Kroos geht in der 90. Minute raus. Auch von ihm eine überragende Performance. Man hat nichts anderes von ihm erwartet, aber ich finde trotzdem, lastet ein gewisser Druck dann auf den Schultern. Die ganze Nation guckt auf ihn. Er kann da eigentlich nur verlieren. Und er hat voll und ganz geliefert. Also wirklich richtig, richtig gut gespielt. Safe. 98% Passgenauigkeit. 91. Spielminute schon. Frankreich braucht jetzt sofort den Anschlusstreffer, um es nochmal spannend zu machen. Oh, Giroud! A la Giroud, akrobatisch. Mit einem halben Seitfalls hier im Fallen. Aber geht wieder nicht rein. Müller gegen Mbappé! Ja! Komm, Lücke, Lücke, Lücke hast du. Ja. Geil durchgesetzt. Füllkrug. Spiel ist gleich aus, Leute. Schiele wird jeden Moment abpfeifen. Das war's! Die französischen Fans pfeifen ihre eigene Mannschaft aus hier in Lyon. GG's Deutschland, 2:0. Ich hoffe, euch hat der Stadionvlog gefallen. Ich hätte wirklich nie im Leben gedacht, dass Deutschland heute 2:0 auch noch gewinnen wird. Schreibt mir bitte eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Ansonsten lasst ein kostenloses Abo da, um die nächste Stadionvlog nicht zu verpassen. Und vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal abzuchecken von unserem Videopodcast. Link dazu ist oben in der Videobeschreibung. Und ja, hat sehr, sehr viel Spaß heute gemacht. Gute Nacht, bon nuit. Wir werden kommt nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.